Herzlich willkommen zurück. Frohes neues Jahr, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist mittlerweile die 127. Folge im Farming Simulator 22 mit dem Projekt Münsterland. Acker und Wiesen, wir sind zurück. Und ich freue mich drauf, in diesem Jahr, es geht gleich oder bald geht es weiter. Wir sind hier aktuell noch in der Rapsernte, da sage ich nochmal gleich was zu. Aber es geht bald wieder los. Maishäckseln. Und ich habe wahnsinnig viel Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns vielleicht in einem Livestream oder in dem nächsten Video. Wenn es euch gefällt, dann drückt doch bitte den Daumen und den Abo-Button. Dann verpasst ihr das Video auf jeden Fall auch nicht. Jetzt zu dem Video. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Rückmeldung. Ihr hattet das zu dem letzten Video gesagt. Da habe ich mit der Drohne ein bisschen umhergeflogen und habe euch danach ein bisschen erzählt, was da Phase war, was passiert ist, was ich mache und wieso, weshalb, warum. Und genauso habe ich mir das jetzt hier auch nochmal vorgenommen, denn so eine Rückmeldung von euch ist natürlich auch wichtig, dass ich da mal was mitnehmen kann und auch für mich irgendwie wichtig für die Entwicklung, einfach mal Sachen auszuprobieren und von euch dazu ein Feedback zu bekommen und zu gucken, wie sich das Ganze anfühlt und wie das Ergebnis, das Bild am Ende dann irgendwie so aussieht. Ja, jetzt seht ihr da den 39. Dennis ist damit unterwegs. Das ist Dennis Schlepper, der immer und auf allen Höfen immer so ein bisschen mithilft. Und hier unter anderem war dann eben, oder hat er mir geholfen, als Abfahrer, ist mit der Krampe von Leifka gefahren. Ich bin auf der 21 zugange. Das ist eine Fläche von uns, also von Bertels. Und direkt gegenüber, da ist die 24. Das ist eine Fläche von Leifka. Und da ist im Lohnauftrag dann Rickert mit seinem Lexion unterwegs, also Möllerding. Und somit hat das ganz schöne Bilder irgendwie dahergegeben. Im Hintergrund sieht man dann immer mal durch die Bäume blitzen, den anderen Lexion. Und ist halt irgendwie eine schöne Arbeit, wenn man da mit mehreren Leuten doch parallel am Tun und Machen ist. Ja, dann natürlich noch am Anfang des Videos habt ihr ja gesehen, ich war mit dem Oxbow unterwegs und das auf einer Fläche, wo ich sonst eigentlich selten bin. Das überhaupt nicht, würde ich sagen. Ich glaube die 201 oder 209, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren das die hofnahen Flächen von Hof Möllering. Hab Janis Rickert geholfen dabei, eben die Gülle einzuscheiben. Er hat den Zubringer gemacht, würde sagen, hatte einen ganz entspannten Job, weil er nicht so viel fahren musste. Vom Hof konnte er direkt runterfahren und bin ich einmal stehen geblieben. Also ich konnte die ganze Zeit durchfahren und so haben wir also richtig viel Hektar und Meter gemacht. Das hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Danach haben wir dann eben hier noch mit den Dreschkästen noch mal ein bisschen Party gemacht und wie ihr das noch hier seht, sind wir noch auf den Flächen alleine unterwegs und danach ging es aber noch mal auf eine weitere Fläche direkt gegenüber. Das waren so drei Flächen auf einem Eck. Das ist eine Fläche von Agrarservice Brinker und da sind wir dann zu zweit mit dem Drescher unterwegs und das könnt ihr jetzt gleich mal sehen und da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Und wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Kommentar und so weiter. Ihr kennt das auf jeden Fall. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüssing!